Und mein Ziel ist auch, sicher gute Gespräche zu führen, dabei zu sein und einfach mal sich inspirieren zu lassen. An dem Format gefällt mir besonders, dass ich erfahre, wo die Kapitalmärkte hingehen. Ist für meine Arbeit letztendlich bei der Industriehandelskammer auch besonders wichtig, weil wir 400.000 Mitglieder beraten. Und da ist mir ja so eine Konferenz von Donner & Reusch besonders wichtig. Moin und herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich glaube, dass das Finanzwesen vom Profiling etwas lernen kann, was fast schon esoterisch anmutet. Geld ist ein Stellvertreterthema, ein Stellvertreter dafür, was haben wir verstanden, wo diese Welt gerade ist. Und diese Welt ist maximal im Wandel. Und wenn ich das nicht verstehe, dann bin ich in alten Denkghettos gefangen und kann natürlich, ob ich jetzt Wissen anlege oder Geld anlege, kann ich nicht mit in die Zukunft kommen. Ich glaube, es besteht ein Dilemma darin, dass wir so abhängig werden von informationstechnischen Systemen, von unseren Telefonen, von unseren Computern und dass wir nicht überblicken können, wie steht es um die IT-Sicherheit. Ich glaube, da ist so ein gewisser Widerspruch entstanden. Wir mögen die Technik, wir gehen damit jeden Tag um, aber wir können sehr schwer abschätzen, wo die Risiken sind. Kapitalmärkte sind eben nicht nur von Faktor A oder Faktor B beeinflusst, sondern es fließt alles, was sich um uns herum tut, tatsächlich auch fließt kursbildend auf die Kapitalmärkte ein. Und so eben auch Globalisierung, Deglobalisierung oder auch eben Digitalisierung. Ja, es gibt natürlich daraus gewisse Chancen, aber es gibt auch Risiken. Naja, wenn Sie sich die Situation anschauen, über zwei Jahrhunderte hinweg war das Zentrum der Weltwirtschaft, aber auch der weltpolitischen Macht der transatlantische Raum, der Westen. Das ist vorbei. Heute hat sich der Gravitationsschwerpunkt nach Ostasien verschoben und dort wird er bleiben. Also mein Highlight bei der Kapitalmarktkonferenz in diesem Jahr hier in München war ganz klar der Auftritt von Joschka Fischer. Das ist ja jemand, an dem man sich reiben kann. Ich finde auch nicht alles gut, was der sagt, aber dass der hier war und dass der uns mal Einblicke gegeben hat in seine tiefe außenpolitische Erfahrung, das war schon was ganz Besonderes. Das Format mit diesen anderen Themen, mit diesen Impulsen finde ich ganz besonders und es bringt uns einfach in die Situation, einen Weitblick selbst weiterzuentwickeln, den wir einfach auch brauchen, um unser eigenes Unternehmen in die Zukunft zu führen. Natürlich spielt Networking nicht nur in unserer Branche, sondern allgemein inzwischen immer mehr eine große Rolle, das ist unbestritten. Wir sind Netzwerker für unsere Kunden, die Kapitalmarktkonferenz ist einfach eine tolle Möglichkeit, ein Branchentreff, wo sich die verschiedenen Player einmal im Jahr intensiv austauschen können. Das ist unser Ziel, eine wirklich gigantische Kommunikationsplattform zu schaffen.